Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute September den 7. Und beschissene Anmods sind mein Markenzeichen. So, fangen wir an. Kleiner hässlicher Elf. Können wir zoomen? Ja, wir können zoomen. Es ist... Oh, was haben wir da? Spiel mit mir. Es ist Emika Games. Muss ich, glaube ich, nicht weiter irgendwas zu sagen, oder? Emika Games. Oh, was haben wir hier? Ein schöner, blutiger Weihnachtsstern. Den nehmen wir. Ja? Und loading. Ein paar Stunden zuvor. Es wird bald regnen. Wir müssen nach Hause gehen. Dima, 19 Uhr. Oh, krass, Alter. Sieht ja aus hier wie in meiner alten Hut damals. Nice, Alter. Drücke F für Taschenlampe. Anschalten. Oh, das ist natürlich eine schöne Taschenlampe. Wir haben aber eine schöne Taschenlampe. Kann man nicht meckern. Aber das ist so richtig geiler, alter Ostia-Plattenbau, ey. Das ist ja, sieht ja aus wie bei Modern Warfare 1. Ja, kann nur gut werden. Ah, schön, schön, schön. Aber es sieht geil aus. Kann man nicht anders sagen. Guck mal hier. Ein paar fliegende Ratten. Schön. Ich muss nach Hause gehen. Ah, klar. Ich darf nicht in die Richtung. Wo ist nach Hause? Ist anscheinend da. Oh, guck mal, hier ist ein alter Lader. Ein alter Lader. Mutti dürfte auch bald heimkommen. Wunderbar. Also mir gefällt es schon mal sehr gut. Können wir das hier aufmachen? Nein. Fußball. Kicken. Ja, wir können die treten. Wie geil. So, hier ist wahrscheinlich zu Hause, wa? Alter, hier könnte man auch mal eine neue Latte ranschrauben. Was ist denn los hier? Ach Gott, ach Gott. Aber das ist halt auch so ein totaler Wohlfühlspielplatz, ne? Irgendwie, wo du halt schon hier gleich am Eingang hier erstmal eine Tetanusimpfung dir abholen musst, irgendwie, damit die Sache auch läuft. So, okay, wir gehen rein. Art of Games. Ah, okay, alles klar. Verstehe. So steht mal ein bisschen unter Wasser, der Keller, glaube ich. Schön. Ah, sieh dir den Aufschirm an. Mit Tab. Was denn das für schöne Bilder? Anja meinte, sie habe mir eine Überraschung an der Tür hinterlassen. Okay. Ja. Eine schöne, abgeranzte Schimmelbude, Alter. Wunderbar. So gefällt's mir. Oh, eine Katze. Und man kann sie streicheln. Oh, das Schnauze. Ja, meine Kleine. Na? So, dann gehen wir mal weiter. Oh, guck mal hier. Das ist wohl die Überraschung. Okay. Anja und Dima. Wir sind anscheinend Dima. Und Anja ist anscheinend unsere große Flamme. Und so wie das gezeichnet ist, würde ich sagen, wir sind anscheinend noch in der Schule irgendwie. Auf so ein Stück Heft. Gemalt. Schön. Oh, die Katze schnurrt bis hier. Ist das geil. So, ist das meine Wohnung? Das ist meine Wohnung. So viel Farbe. Das kann kein Ostbau sein. Oh, und wunderbar. Jetzt sag schon wieder. Oh, warte mal. Papa, wie bitte? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Hab's nicht lesen können. Mach das Licht in der ganzen Wohnung an. Das wäre auch meine erste Intention. Alter, was ist denn? Papa, bist du da? Oh, geile Uhr hier, ey. So, wo ist denn hier ein Lichtschalter? Sind die Lichtschalter? Warum sind die so oben? Alter, wer macht denn... Oh, ich mach mal Licht an. Darf ja auch kein Kind reinkommen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Könnt ja Licht anschalten. So, Sicherungskasten ist auch safe. Gut. Öffne die Box mit dem Geschenk von Anja. So, paar Chucks, paar schöne. Wie mir hören diese Pümpf. Musik ist ganz cool eigentlich. So, das ist das Geschenk, oder was? Ach, die Kotzpuppe, Alter. Lies ich nicht. Irgendwie, wenn du ein Paket bekommst, irgendwie, da ist so eine Puppe drin. Irgendwie, was würdet ihr machen? Ich würde da Deckel drauf machen und sofort ab im Müll, das Ding. Oh, schön. Schön. Kotzi, der Weihnachtself. Was für eine hässliche Puppe. Woher hat sie die? Sieh dir die Aufgabe an. Geh in dein Zimmer. Wo ist mein Zimmer? Da vorne wahrscheinlich nicht.
Alter. Oh, aber schön. Eiche Anbau, rustikal dunkel, ey. Oh. Nee. Oh, und hier der handgeknüpfte Goublon an der Decke, an der Wand. Alter. Und warum sieht das überall so aus wie Bockwurst hier? Das versteht das nicht. Was? Da. Oh, Mutter träumt immer davon, Musik zu unterrichten, aber meine Großmutter zwang sie, Medizin zu studieren. Papa kaufte ihr zum Geburtstag ein Klavier. Mama war so glücklich. Sie konnte es einfach nicht zusammen mit der Wohnung verkaufen. Ach ja, so ein blödes Medizinstudium. So, wo ist denn... Ist hier unser Zimmer? Ja, das sieht nach... das sieht nach unserem Zimmer aus hier. Oh, und überall diese Teppiche an der Wände. Schön. Oh, die Musik ist ja chillig. So, ich werde meinen Rucksack aussortieren. Die erste Woche in der neuen Schule ist heute zu Ende gegangen. Jetzt gehe ich mit Anja in dieselbe Klasse. Packe den Rucksack aus. Na, das ist doch aber... Ihr seht hier... Das ist doch ein Story. Hey. Ach, schön, schön. Was spielt denn der da? Das ist doch YouTube. Wo ist der hier? Ist nicht Benny und Steve. Schade, kann ich weiter ranzoomen. Kacke. Die Einrichtung ist mega. So, okay, Bücher mal ausgepackt. Kassette lasse ich laufen, gefällt mir. Gefällt mir. Wo ist denn der ekelhafte Elefant hin? Ich stand da noch so. Oh, die Fenster. Die Fenster. Ah, oh, so richtig bockig. Wunderbar. Schön. Wie ich's mag. So. Ja, Mutti, du kommst gerade richtig irgendwie. Überprüfe die Bücher auf dem Tisch. Okay, wir müssen natürlich noch ein bisschen lernen. Ist ja klar. Ne? So, kann ich hier irgendwas. Achso. Ja, das kennen wir schon. Ich kann es auch nicht drehen. Was haben wir noch? Hier, Dima. Ich bin so froh, dass wir beide an der gleichen Schule studieren und nebeneinander wohnen. Oh. Wir hatten einen tollen Sommer und ich wollte mich gar nicht so sehr trennen. Ruf mich heute um 22 Uhr an. Papa wird um diese Zeit das Haus verlassen haben. Dann können wir reden. Oh, eine geheime Romanze. Schön. Finde ich gut. Deine Mutter hinterlässt normalerweise Zettel in Kühlschränken. Ich sollte nachsehen und dann Anja anrufen. Aber Mehrzahl hinterlässt Zettel an Kühlschränken. Nicht nur an dem, den ihr zu Hause habt, sondern egal wo. Mediamarkt, Saturn, immer Rinder, Zettel dran. Dima, vergiss nicht, heute Klopapier zu kaufen. Nee! In der Wohnung ist die Verkabelung defekt. Das Licht geht ständig aus. Schön. Einfach schön. Schüttelt's mich gleich hier. Und vorbei ist die schöne Laune. So, Sicherungs... Hello. Und die Schuhe. Ah, Gott. Schön. Einfach schön. Einfach schön. Oh, nee. Jetzt, guck jetzt hier. Ah, schmeiß die hässliche Puppe weg, Alter. Schmeiß die weg. Sieh dir die Liste der Aufgaben auf dem Kühlschrank an. Alles klar, Mutti. Machen wir. So, Kitchen. Ach, aber es sieht gut aus, das Spiel. Kann man echt nicht meckern. Die Grafik ist Bombe. Ne? So ist ja eine gibste Steckdose hier, Alter. Krass. Das sieht zwar alles aus, als. Also, ich weiß nicht. Irgendwie sehen russische Wohnungen wirklich so aus? Also, ist ja Leben am Limit, Alter. Ah, ich depp, lese das Kyrillische und versuche gleichzeitig im Kopf zu übersetzen. Dave, kannst du kyrillische Buchstaben, kannst du kyrillisch lesen? Also kannst du russische Schrift lesen? So, hier haben wir noch einen Zettel. Ist der Dobby aus Harry Potter? Naja, ich glaube nicht. Wenn nicht, kann er gleich eine Socke von mir haben, kann ich verpissen. So. Dima, Papa und ich machen uns große Sorgen um dich. Aber versteh doch, das ist nichts weiteres als eine neue Schule. Das machen viele Leute durch. Dad möchte, dass du uns hilfst, den Umzug schneller zu bewältigen. Können wir morgen reden, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Nein. Niert. Okay, Mama, ich helfe dir. Wobei, soll ich jetzt aufräumen oder was? Was soll ich machen? Einkaufen oder was? Warte, das wart noch nicht? Ach, hier oben ist noch was. Aufgabe von Papa. Soll ich wirklich aufräumen?
Ach Mann. Okay, vom Papa. Das Sofa aufräumen. Zweitens, ihr Schirr abwaschen. Drittens, große Zimmer aufräumen. Viertens, die Küche aufräumen. Bring den Müll raus. Also, Mann, ey, echt jetzt? Kann jetzt ein wenig. Aber übersetzen ist nicht. Na, zwei Semester. Kann es nur lesen, aber nicht wirklich verstehen. Ja, Respekt. Respekt, Leute. Respekt, muss ich wirklich sagen. Irgendwie, ich hatte in der Schule Russisch irgendwie, ist so gut wie nichts mehr da davon irgendwie. Also einfach auch nicht mehr benutzt irgendwie und vorbei. Ich kann auch so einzelne Vokabeln irgendwie und war das gerade das Klavier im Wohnzimmer? Sonst noch was? So, richte das Sofa und den Sessel im Wohnzimmer auf. Okay, warum? Ist der umgefallen oder was? Ich kann auch nicht rennen. Ich kann tatsächlich nur ganz easy peasy durch meine Wohnung schlürfen. Ach, schade. Ist das jetzt... So, wenn es schon keine Spiegelbilder gibt, so, dann machen wir gleich den Spiegel ganz kaputt. Kann man machen. So, warum soll ich das jetzt... Uff. Ah, ist hier Fatzke, ey. Hol ab! Wohnen! Wohnungstür? Ist das Anja? Kann ich hier durchgucken? Nee, kann ich nicht. Okay. Was soll ich jetzt hier richten? Ah. Was ist denn bitte, Alter? Was ist denn bitte? Das ist doch Benjamin. Das ist doch Benjamin Blümchen. Oh. Warum? Wieso? Also damit kann man mich ja auch wirklich kriegen, was? Du stellst einfach irgendwelche scheiß Puppen in den Raum. Oh, i, Alter. Oh, i. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht sowas. Spüle das Geschirr ab. Ja, und während Villa Bacho feiert, ist in Villa Riba immer noch Abwasch an die Sache. Так, я остаюсь здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блоги. Текст на 2 секунды. Как ты можешь читать его 8 лет? Я хочу тебе ударить. Das war Radio. Keine Ahnung, was gesagt wurde. Ein bisschen Aula. Schön, schön. So, russische Wohnungen sind eigentlich ziemlich gemütlich. Außen halt Debris, aber innen meist angenehm. Ja, ich war tatsächlich auch mit Band mal in Russland irgendwie. Und es war ziemlich cool. War ziemlich... Oh, war schön. Ne? Ne? So, war. Willst du die Perle nicht für Benny aufheben? Der mag doch sowas wie Puppen. Ja. Tatsächlich ja. Aber ich glaube, das wäre gerade zu... Weiß ich nicht. Würde ich doch glatt mal Jacke nehmen und mich einfach gleich mal postwenden verpissen. Ja, Pflaster ab. Ja, los. Was zum Teufel ist mit dem Schalter los? Ich werde das Licht... Mann, Alter, was ist denn los hier? Kriegt euch doch mal ein! Na. Geht nicht auf. Kann die Tür nicht inter... Oh Gott. Über den Balkon laufen oder was? Weiß, nee, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Oh, die Steckdosen ist damit hier. Komm, was haben wir hier? Kann man irgendwas mitnehmen? Spannungsprüfer? Psst. Ratsche. Hier. Brecheisen nehmen wir mit. Oh. Oh, ist das Mutti? Also, nicht unsere Mutti, sondern hier Mama? Oh
Und so sieht man nichts, Alter. Du siehst mal gar nichts hier mit diesem Feuerzeug, ey. Der war fies, Alter. Der war fies. Der war richtig mies, ey. Na, habt euch Obix alle ein bisschen erschrocken? Was, wer kratzt denn hier? Was ist denn für eine Scheiße? Ach, komm, hör auf, ey. Oh, je, Mini, Alter. Ist das hier Pronto? Pluto? Waschpool. Das ist übrigens der Sidekick von Deadpool. Waschpool. So ein olle Buxi hier, Alter. Was, wo kommen denn diese Katzen her? Aus dem Wohnzimmer oder was? Achso, warte mal. Wohnungstür? Eventuell? Ja, wow, der hatte mich. Ja, uns alle. Jojo, uns alle. Nee, hier kommt nicht her. Hier kann ich auch nichts aufmachen. Was ist denn los hier? Also, ich komm mal aus dem Zimmer. Magst du nicht das Licht wieder einschalten? Ja, kann ich eigentlich mal machen, wa? Okay. Ich dachte, ich halt den Spannungsbogen noch ein bisschen hoch, Mario. Räume das Wohnzimmer auf. Na klar. Irgendwie. Das ist... Hier passiert so ein Haufen Scheiße, verstehst du? Aber klar, räume ich erstmal das Wohnzimmer weiter auf. Weil... Ich das Wohnzimmer erstmal aufräume. Was? Okay, den Besen nehmen? Nimm einen Besen. Sollte Lotto spielen heute. So. Räumen wir das Wohnzimmer auf. Ah, okay. Jetzt können wir einen gewissen Punkt erstmal anklicken. Ah, sieht ja schon viel besser aus. Sieh dir deine Aufgaben an. Säubere die Küche. Ist halt geil so, ne? Wenn man sich halt einfach so die Zeit nimmt, um Computerspiele zu spielen. Einfach um vom Alltag abzuschalten. Nur um festzustellen, dass man da die gleiche Scheiße machen muss wie im Real Life irgendwie. Ist doch kacke. Ah, Kinder, nee. So. So, Küche aufräumen. Oh, ein Schlüssel. Was für... Okay, okay, okay. Schön. Na, das sieht doch erstmal alles ja nicht so schlecht mehr aus hier irgendwie. Es bleibt nur noch, den Müll rauszubringen. Schmeiß gleich die olle Puppe weg. Ach, Gottes Willen. Hm. Oh, hier ist noch ein Zettel. Morgen am 7. September ziehen wir um. Dima muss zur Schule gehen und Onkel Vidias Auto hat kurz vor dem Umzug eine Panne. Wir haben schon so viel Zeit aufgeschoben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir auf Hilfe bitten. Ich hoffe, dass du uns ein paar Tage, dass du in ein paar Tagen jemanden findest, mit dem du unsere Sachen aus der alten Wohnung abholst. Das Nötige nehmen wir erst einmal mit. Ruf mich an, sobald du das gelesen hast. Papa entschied schnell, mit wem er die Kisten transportieren wollte. Meine Eltern haben alle Sachen aus unserer alten Wohnung mitgenommen. Auch diesen Zettel. Kann ich nichts zu sagen. Soll die blöde Puppe wegwerfen? Ja, solltest du. Wirf sie weg. So, sieh dir deine Aufgaben an. Sag mir einfach, was ich machen soll. Blende doch einfach ein. Verlasse die Wohnung. Ja, bitte. Obwohl, draußen sieht es jetzt auch nicht so geil aus irgendwie. So, ich bringe den Müll raus und komme nach Hause. Ah, so, den machen wir schnell raus. Warte mal, ich hab doch hier so eine Taschenlampe dabei. A.K.A. Feuerzeug. Fußball! Aber ey, sag was du willst, grafisch sieht das Spiel echt geil aus. Irgendwie, also so ist doch, also ist... Ne? Ne? Ne, das ist doch Frau Koschmiller aus dem Zwickenstock. Die ist immer nur am Meckern. So, das sieht nach Mülltonne aus. Die will immer, dass ich nicht mit dem Ball spiele. Ich habe diese blöde Puppe endlich weggeworfen. Gute Sache. Sieh dir deine Aufgaben an.
Komm nach Hause. Okay. Ja, wie? Muss ich jetzt an Frau Koschmüller vorbei? Da würde ich blöd finden. Ah, die ist da noch so meckrig irgendwie, weil ich letztes Wochenende nicht den Flur erwischt habe. Was ist jetzt passiert? Okay. Wieso ist die Tür offen? Tja, Chat. Gehen wir rein oder immer weiter? Ha, ich weiß, ich werde es bereuen. Nee. Frau Koschmüller? Frau Koschmüller, ich wurde ja noch raus. Aber kennt ihr noch diese mit diesen Pseudo-Leder bestickten Türen? Also ich kenne noch tatsächlich zwei Wohnungen, die sowas hatten damals. Schön hier. Schön hier. Frau Koschmüller? Hi, das ist ja gruselig. Scheiße, was für eine Störung. Wer ist diese Frau? Mische, kann ich nicht einfach raus? Na, was ist denn ditte? Wieso? Frau Koschmüller. Das Kleckern, was ihr übrigens hört, das ist nicht im Spiel. Das ist quasi Urin, der von meinem Stuhl tropft. Frau Koschmüller. Wieso denn? Machen Sie doch nicht so weit. Ach, hör auf. Was soll ich denn machen? Zwergi ist mit drin. Was ist los hier? Mich scheiße nur jeden. Spiel mit mir. Nee. Möchte ich nicht. Ach, ist mir einfach. Kann mir ja gehen. Nun, scheiß drauf, ich gehe nach Hause. Ist auch geil. Ach, naja, ich gehe nach Hause. Was hier? Oh, ist ein Nescafé, hör mal. Nischuja. Jetzt mal eine frische Tasse Nischuja. Das war was Leckeres. Alter. So, hier war das, wa? Die hängt nur ein bisschen. Die hängt einfach nur so ein bisschen rum. Ja. Oh, Telefon. Echt jetzt? Arschelf ist wieder da. So, warte mal. Hier war das Telefon. Ah, überhaupt nicht laut. Toller Klingelton. Dima, hallo? Dima, worum bist du verschwunden? Du bist vor 3 Stunden in das Haus gegangen. Mein Zimmer liegt zum Innenhof. Ich habe dich den Müll rausbringen sehen. Was, vor 3 Stunden? Ich ging zum Eingang und unser Nachbar im 1. Stock hatte die Tür offen stehen. Ich nahm an, dass etwas passiert war und beschloss nachzusehen, aber ich hatte nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen war. Von welchen Nachbarn sprichst du? Sie ist letzten Winter gestorben. Na klar. Was, bist du sicher, dass sie es ist? Anja, wo hast du diese Zwergenpuppe gefunden? Ja, Dima, are you alright? Didn't give you any dolls. Ja, ich hab dir keine Puppe gegeben. Schön. Nun, du hast die Schachtel mit der Zeichnung neben die Tür stehen lassen. Ja, Dima. Da ist jemand. Was zum Teufel ist das? Nein. Anja, was ist hier los? Was hast du gesehen? Anja hat aufgelegt. Ich muss raus aus dem Haus. Irgendwas ist mit Anja passiert. Ah. Wer ist das? Wer ist nicht? Ach, Arschelf. Ach, hey, schön. Und ein Weihnachtsbaum steht auch da. Im Eimer. Wie viele Messer habe ich in 3 Schubladen in der Küche versteckt? Was? Wie viele Messer habe ich in 3 Schubladen in der Küche versteckt? Okay. 3? Was? Wie viele Schubladen denn überhaupt? Oh,
Warte mal, hier. Aha, was haben wir da? Sind mit. Sechse. Warte mal. Zähle bis fünf und gehe dann nach links. Zähle bis fünf und gehe dann nach links. Auf vier? Hä? Na, mein Kleiner. Ach, der ist ja ordentlich was. So, okay, Zettel haben sich nicht geändert. Okay. Können wir hier raus? Ja, ich bin noch raus. Ach, überall schöne Geschenke. Überall schöne Geschenke. Zettel unter der Puppe? Zettel unter der Puppe? Ah, schön. Finde vier Weihnachtsbaumspielzeuge, wenn du durch die Luke gehst. Was? Was? Was für eine Luke? Ich hole wieder eine 4 als Kringel. Das ist mir aber unangenehm. Ach. Hier war doch vorhin keine Wand. Was ist denn das? Okay, alles klar. Wir haben hier einen Code. Was war das jetzt? 3, 5, 4. Und wir brauchen 4 Stellen. Hier vorne, lass mich kurz mal überlegen. Das ist die 3. Damit hat es angefangen. Wir haben 6 Messer hier drin. Dann ist die 5 und die 4. Also 3, 6, 5, 4. Klingt nach einem beschissenen Code. Ich probiert mal. Also 3, 6, 5, 4. Ich gehe heute noch Lotto spielen. Das ist aber so was Zufallszugriff hier, ey. Was? Nice! Ey, sonst hänge ich ewig an so einer Scheiße. Und man muss Benny dreimal fragen. So, okay, ist jetzt die Luke offen? Ah, schön. So, und... Ja, ah, Puppe ist weg. Puppe ist weg. Schön. So, crouchen wir mal durch. Mann! Mann! Ey! Mann! Oh, Mann! Ist unangenehm. Ist einfach unangenehm. Kann ich nicht anders sagen. Ist unangenehm. So, stell ab wieder hin hier, Freundchen. Ah, schön. Für Weihnachten ist schon nicht schmückt. Das ist schön. Das ist schön. 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 Das ist so mag ich's auch. Ja, ey, Junge, purer Zufall, wirklich. Purer Zufall. Genau, Mario. Oh. Okay, wir haben Glöckchen. Ah, guck mal. Was geht denn ab? Alles ist hier vernagelt, ey. Ey, Mann, nee. Irgendwo bei Papa habe ich eine Brechstange gesehen. Warte mal, hier auf dem Balkon war eine Brechstange. Alter, wo ist das denn? Alter, wirklich. Alter, das ist makaber. Schnackis. Schön, 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 schön. Ich habe vorhin alle gefilmt. Was? Beschissen ist, wenn du halt denkst, du musst mal Licht anmachen und du hast schon das Licht an. Du hast schon mit Feuerzeug an. Macht denn ja da nebenan. So, Hahaha, hab sie weggenommen. Suche. Schön. Na, nur ein Auge und eine Zunge? Alter, was ist das für eine Schmatze? Oh, ist einfach... Nee. Komm noch nicht rein. Ah, Bescherung ist noch nicht, ja? Schön. Alter. Alter. So, und da drin liegt ein Bolzenschneider. Könnte wetten, den brauchen wir mal. Die Frage ist jetzt, wo ist Brechstange? Oh, da!
Da. Oh, ey, Mann. So, mal auf. Er hat den Schmuck vom Weihnachtsbaum geklaut. Wieso? Jetzt ist der Bolzenschneider natürlich weg. Jetzt ist natürlich der scheiß Bolzenschneider weg. Hm. Brauchst du einen Bolzenschneider? Ich habe ihn im Schrank versteckt. In dem? Half-Life-Feeling. Alles klar, Gorm. Nimm deinen Rucksack. In dem hier? In dem Schrank? Ich möchte den hier aufmachen. Alter. So, falls noch irgendjemand so Inspiration für das nächste Weihnachtsfest braucht, bitte. Ja, einfach mal. Ah. Mhm. Aber das ist doch noch nie gewesen hier. Na? Na? Mann, ich hab's gewusst! Alter, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Das Schlimme ist, es war doch naheliegend, dass das jetzt passiert, oder? Es war doch naheliegend. Trotzdem hat's mich gekriegt. Warum? Warum? Habt ihr jetzt alle zu Hause? Huch. Jetzt habt ihr euch wenigstens auch erschrocken. Ah, Benjamin, der kleine Elefant ist wieder da. Schön. So, kann ich jetzt, möchte jetzt bitte, schneidet das auf. Macht das auf jetzt. Auch wieder. Ist nicht in-game, das Geplätscher. Nope. 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 So ein bisschen witzig. So, möchte. Einmal mit auf Toilette. So, kann man hier mal gucken? Möchte hochspringen? Ich bereue wirklich, dass das Benny nicht gespielt hat. Nicht herein. Definitiv nicht herein. Ich will da nicht ran gehen. Ha, okay, 3, 2, 1. Los, ran! Hat mir noch eine Wanne. Ah, guck mal, noch eine Kugel. Stimmt, wir sollen ja 4 so eine alten Weihnachtsteile suchen. Weil wir ja noch einen Baum schmücken müssen. Kannst du mal Tür zu machen, bitte? Das ist jetzt meine Wannenzeit. Ist das Anja? Ist das unsere Freundin? Oh Gott! Oh Gott! Ach du... Glaubst du das... Nicht. Ich jetzt einfach weg, bitte. Ja, und das sieht mir ohne gut aus da hinten. Das... Ja, mal ehrlich, da. Nee. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. So, kann man hier mal. Nee. Oh!
Servus 9, vielen Dank für den Follow. Alter, es ist... Und postwendend wieder in die Wohnung zurück. So. Ach, das ist der Raum vom Anfang. Ah. Na? Spiel mit mir. Ja? Sieh dir die Aufgaben an. Schmücke den Weihnachtsbaum. Das ist also... Kann auch so eine... Ist das der Weihnachtsbaum da hinten? Das ist eine reine Übersprungshandlung jetzt irgendwie. Klar, schmücke jetzt den Weihnachtsbaum. Wo ist denn der Weihnachtsbaum? Den in meiner Wohnung? Jetzt geht's zu Anja. Anja ist schon da. Es ist ein unheimlich gutes Spiel. Unheimlich gut. Aber auch ein echtes Arschlochspiel. Ein echtes Arschlochspiel. Mann, jedes Mal dieselbe Scheiße mit den Emika Games, ey. Hör doch auf. Kann ich jetzt nicht einfach mal den Weihnachtsbaum schmücken und dann ist mal hier gut oder was? Проснись. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Фарам, вифи уэсэд. Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор... Ты два ноут хаум, до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор налезли. Он же, наверное, должен за ним охотиться, или как-то так. Так, а зачем я взял болторез, здесь больше не было записи? Это было реально, но я не имел контроля над тем, что произошло. Это же круто. Это же красивый твист. Так, я не понимаю. Ааа, ебать! Diese Wohnung treibt mich noch in den Wahnsinn, ja, das... Так, вот это стандарты была, стандартная скрема, а стандартная я видел такую рожу уже неоднократно, не раз видел такую, здравствуйте, да. Блядь. Ich muss Anja anrufen. Ух, ебать. Nice! Nice! Ja, geil! Also, es war ja ein übelster Schlupfersprenger. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, sagt nur Blitschen, Blitschen, jetzt nicht. Seht ihr deine Aufgaben an.